Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Wir gehen jetzt mal hier rein, gucken uns den ersten Kommentar an. Von Alan Carlin, ich habe The Borax Kit gezogen. Lieber The Borax Kit oder der Questronaut Kostüm? Kein Entweder-Oder, beide. Hau beide rein in dein Deck. Aber nicht vergessen, vorher erforschen. Weil eine Combo macht nur dann Sinn, eine Legi macht nur dann Sinn, wenn eben die Kombos auch erforscht sind. Also ich kenne Decks, da wird nicht so drauf geachtet und dann fragst du dich, wie man damit spielen kann. So. Also. Erforschen, dann Rinder mit ins Deck. So, dann kommen wir hier hin, haben wir Mommys alte, altmodische Geheimnisschatulle mit dem Dr. Zoidberg in Mythic. Ist auf jeden Fall ganz nice. Also, ich würde ihn gerne haben. So. Aber Mamis alte Geheimnisschatulle ist nicht meins. So, dann haben wir hier Teddy. Mythic Teddy Pack. Mit halber Hunjin. The Boris Kid. Shrimpy Shrimps. Lois Griffin. Ja. Da haben wir The Boris Kid. Was Alan Carlin sich geholt hat. Also auf jeden Fall solltest du hier den Stewie dir besorgen. Honey Mustache Stewie, sehr stark. Dann kannst du dir noch den Bob, hier Nurse Peggy, du kannst die Peggy kannst du dir farmen. Na, was auch sehr viel, gut, der jetzt nicht unbedingt. Was auch sehr viel Sinn macht, das ist hier der Bob, der Dr. Bobbenstein oder Bobbenstein, wie ich ihn gerne nenne. Und der ist mega stark, solltest du dir auf jeden Fall erfarmen. Das wird dein Deck gleich um eine riesige Spur stärker machen. Wenn du den ausspielst aktuell beim Kostüm BGE, dann wirst du dein Match wahrscheinlich schon gewonnen haben. So, also das ist The Boris Kid, Shrimpy Shrimps, Lois Griffin. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Die neue Box ist draußen, die Summer Guy Box. So, das ist eine Pre-Combo. Und auf jeden Fall ziemlich cool, das Ding. Dann gucken wir hier Furry Convention, Shrimpy Shrimps, The Boys Kid, Hermes Conrad und Luellen Petter. Und ich verstehe es nicht, Leute, warum jetzt jedes Mal diese beiden Dinger da drin sind. Ja, wieder Hermes Conrad, wieder Luellen Petter. Congregate, die will keine haben. Die müssen da nicht hier, jetzt in jeder zweiten Box drin sein, die Dinger. Müsst ihr die unbedingt an den Mann bekommen oder was? So, dann geht's jetzt auch schon los. Dann sind wir hier jetzt in der Meisterschaft. Kommen wir, sind wir bei der Combo Mastery angekommen. Bei der Mombo Cutlery. So, und dann schauen wir uns das mal an, was es da momentan gibt. Combo Recipes. Mit einer Amy, Dr. Amy Wong. Mit Schulekarten. Und was da hinten rauskommt, mein Switcher Amy ist natürlich ziemlich geil. Mit Cripple, mit Hijack. Und Angriff, wenn eine, also Steigerung des Angriffs, des Grundangriffs, wenn eine andere Combo gespielt wird. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, das Ding. Aber 500 Gems sind viele Öcken für 10% auf eine Karte. So, dann haben wir die Mommy-Mumie, die Mami-Mumie. Und gucken wir uns die mal an. Mommy-Mumie ist jetzt nicht wirklich der Oberbrüller mit dem Rogers Kleiderschrank zum Beispiel. Machst du mit der Tina. Und ja, also mit der Tina gibt es hammergeile Kombos. Dazu zählt diese definitiv nicht. So, also die 500 Gems kann man sich definitiv sparen, die braucht keiner auszugeben, auch nicht die, die davon genug haben. So, dann haben wir hier den Guinea Pig Klaus. Gucken wir uns den mal schnell an. Guinea Pig Klaus hier mit einem Bunny-Kostüm mit Chief All und einem Hamburger, also mit Heilen. Sprich, das Ding
ist, also wenn Klaus Heißler spielt, spielt er eh lieber die defensiven Decks. Und da ist das Ding dann gar nicht mal so schlecht. Also eine Klaus Heißler-Kombo, die schon Sinn macht, auf jeden Fall. Also wenn Klaus Heißler im Deck hat, kann sich Guinea Pig Klaus holen. So, dann gucken wir uns hier an. Hyrokrazong ist mit einem Hermes. Und den wir vorhin schon gesehen haben, Hermes Konrad. Ja, kommt halt Punch. Und wenn eine Combo gespielt wird, kriegt er halt Leben mit hinzu. Aber besonders stark ist das Ding jetzt nicht. Lohnt sich also nicht wirklich. Ist halt eine Hermes-Kombo. Also dafür würde ich auf jeden Fall keine 1000 Steine ausgeben. Und ganz ehrlich, den Hermes würde ich auch nicht mit ins Deck reinnehmen. Also macht keinen Sinn. Also wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.